Ja, auf und zu. Nein, oh, jetzt sprinte ich nicht. Das reimt sich sogar noch, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Oh, muss ich stehen bleiben hier? Immer auf... Oh Gott, nein, nein, nein. Ja, war doch klar. Immer auf die grüne Ampel warten. So. Warten. Jetzt ist grün. Rot. Grün. Rot. Grün. Oh, ho, 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 ho. Aber ich denke hier die Stage oder die Challenge oder wie auch immer, beziehungsweise dieser Abschnitt, das ist nicht so extremst schwer. Oh, ich bin der Beste. Juhu! Taktgefühl for the win. Ach Gott. Ach, ich dachte, ich kann jetzt nochmal schnell zurückspringen. Ah, ne, ja, zwei Dinger. Bam, geschafft. Ich bin der Bro, ich bin der Bro. Ja, ganz genau. Ja, komm. Das ist jetzt doof. Das Problem ist halt, ich habe auch keine Too Many Items oder Singleplayer Commands drin. Weil ich letztens ein bisschen mit meinem Minecraft rumprobiert habe. Da muss ich das mal so machen. So, die beiden können da wieder rein. So, dann muss ich mich mal hier wieder hochbauen, gerade. Anders geht's leider gerade nicht. Aber... Scheiß verbuggte Map. Ach komm. Ich sehe schon, ich fall da sowieso 20.000 Mal nochmal. Ach komm. Batman muss sprinten. Setzt seine Batkräfte ein. Ich bin leider persönlich auch nicht in The Dark Knight Rises gegangen. Schade eigentlich. Aber ich könnte ja doch rein... Jetzt bin ich schon wieder reingefallen. Ich könnte noch rein technisch reingehen, aber... Bitch, please! Was soll ich da? Obwohl Batman eigentlich ein ziemlich cooler Held ist. Halt es. Nein! Nein, 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 nein! Nein, mein Bein! Ich habe einen Krampf. In meinem epischen Kampf gegen mich selbst, weil ich mich hier überwinden muss, darüber zu springen und das zu schaffen. Ach komm. Jetzt komme ich wieder zu früh. Ich will nicht. Geschafft. Nein, no. Komm schon. Es ist einfach ein bisschen lächerlich, teilweise. Bam, Junge. So, geschafft. Nein! So knapp! Das ist alles nach vorne, ey. Das ist so scheiße hier. So eine Scheiße. Nee, nee, warte ich kurz. Nein! Spanier. Der Beste. Ich bin der Beste. So, das tue ich mal gerade noch weg. Ah, oh. Da auf die Schläge dann. Ah. Puh. Geschafft.
War auch relativ anstrengend, also das war wirklich mal eine fordernde Challenge. Aber jetzt, wo ich keine Too Many Items oder Singleplayer Commands oder irgendwie sowas um den Dreh habe, wird das ein bisschen schwieriger, bei solchen Situationen wie vorhin mit dem Glas, wieder rauszukommen. So, Level 12. Ach, 11 habe ich schon. Das ist hart. Was kommt danach? Okay, danach kommt, glaube ich, gar nichts mehr. Das ist, glaube ich, jetzt die letzte Challenge, oder? Bin ich mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, wann genau er die Map erstellt hat, aber ich glaube, am 21.07. ist die Map fertig geworden, oder in ihrem jetzigen Zustand fertig. Also, die Alpha, sagen wir mal, ist fertig. Und deswegen... Nee, ich Quatsch, ist ja schon die Beta von der Map. Stand ja auch am Anfang der Map drinne. Auf jeden Fall ist seit dem 21.07. die Beta 1.2 fertig. Und die spielen wir gerade. Wahrscheinlich ist, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird, sowieso schon längst eine neue... eine neue Version draußen. Also von der Map. Use Sneaky! Und vielleicht auch von Minecraft, weil die neue Minecraft-Version, also 1.3, soll ja ab dem 1.8. rauskommen. Und das ist von mir ausgerechnet ungefähr eine Woche. Bis zu euch ausgerechnet ist sie wahrscheinlich schon draußen. So. Ja, hab ich mir doch gedacht. Achso, ich dachte gerade, ich soll da direkt hinspringen. Die spinnen doch hier, ey. Okay, jetzt kommen ja aber noch mal ein paar schwierige Brocken, muss man sagen. Ach, der Sprung ist schwierig, aber ich glaube, nächsten hier gehen eigentlich so. Okay. So. Okay, dann so. Nein! Verdammt. Ach, verdammt ich nochmal. So. Da lang. Obwohl, eigentlich geht's hier so vom Schwierigkeitsgrad her noch. Also, finde ich jetzt so. Ich finde das jetzt hier nicht so den übelsten, dreisten Overkill-Shit, Junge. Sondern eher so, ja... Ist zwar schon schwierig, kann man aber machen noch. Wobei, ist ja eigentlich auch erst vorne hart angegeben. Ich will, glaube ich, gar nicht extrem erleben. Und schon gar nicht überextrem. Das wäre, glaube ich, wirklich... Naja. Schreifördernd. So, kurz die Ecke. Oh, das geht ja aber. Eigentlich, wirklich. Sagte der gerade heruntergefallen ist. So. Die Ecksprünge hier sind eigentlich ganz einfach. Also ich weiß nicht, was so viele Leute Probleme haben mit Ecksprüngen. Ich finde die relativ einfach. Ah, okay, auf der Seite. Nur solche über lange Distanz, wie gerade jetzt, finde ich nicht ganz so einfach. So. Hier rechts rum. Ne, ich gehe lieber links rum. Oh. Fail. Von links rum kann ich einfach besser springen. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht Gewöhnungssache oder was weiß ich. Aber ist halt so. Scheiße. Oh, wie langsam ich da aber runtergerutscht bin, ne? Unglaublich, solche Sachen. Das sind die spannenden Aktionen. Oder spannenden Momente. In einem Minecraft Adventure Map Let's Play. Geschafft, Junge. Und noch höher. So. Hi. Aua. Schau mal, da musste ich ja Fallschaden bekommen, ne? Juhu! Ich hab's geschafft. Jetzt fahr ich hier ganz schnell. Jo, ein Rennspiel zu Let's Playen, das war eigentlich auch mal ganz nice, muss ich sagen. Aber ich habe keine Rennspiele. Weil ich Rennspiele eigentlich jetzt nicht so geil fand.
Nee, da geht's weiter. Wobei, die paar wenigen... More stages coming soon. Okay, jetzt haben wir die Map geschafft. Also, was ich gerade noch sagen wollte mit Rennspiel-Let's Plays, finde ich persönlich ganz gut, aber ich finde eben halt Quatsch, nicht so viele Rennspiele so geil. Wobei, ja, also ich habe so ein paar gezockt, die fand ich aber generell nicht ganz so geil. Das eine, was mir gefallen hat, ist Need for Speed Most Wanted, aber das ist ja jetzt egal. Non-English Language Commentaries. English. Okay. Gar keine. Wow. Doch gar kein Englischen. Vielleicht bin ich ja der Erste, der ein Let's Play davon macht. Juhu. Denke ich zwar eher weniger, aber... könnte ja mal sein. Und dabei wurde die Map schon relativ oft gedownloadet und ist auch schon relativ gut, wie ich finde. Naja, egal. Kurzes Fazit zu dieser Map. War ganz geil, war schön fordernd, war aber auch nicht jetzt so verzweifeln lassend oder eben halt so ganz einfach, dass man da einfach durchgesaust ist. War sehr guter Schwierigkeitsgrad. Hat alles gepasst bei der Map, die Optik hat gepasst. War so zwischendurch ein bisschen monoton hier so von der Optik her, aber ansonsten ist die Map relativ geil. Ich kann sie euch nur empfehlen. Download-Link ist in der Beschreibung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sie auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Minecraft Adventure Map. Haut rein!